Beim Avalon X ist es Carberg gelungen, gute Qualität zu einem vernünftigen Preis mit sportlicher Optik zu kombinieren. Und ich würde sagen, wir schauen ihn uns an. Viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch auf Helm Express Product Test begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wer uns vielleicht auch auf YouTube verfolgt, auf unserem Hauptkanal, weiß, dass wir uns den Avalon X gerade erst auf der EICMA angeschaut haben. Da waren wir am Stand von Carberg und haben mit Andrea gesprochen. Und da fand ich schon gut. Grundsätzlich die Avalon-Reihe, auch den Vorgängern, immer einer meiner Lieblingshelme im Einsteigerbereich, weil einfach Preis und Leistung da definitiv passen. Mit dem Avalon X sind wir hier nochmal ein bisschen sportlicher geworden. Also die Silhouette hat sich hier nochmal ein bisschen verändert. Ich habe euch erstmal drei Dekorvarianten mitgebracht. Diese hier heißt Punk, wobei sie für mich eher nach Zombie aussieht. Und diese hier, ich hab mit dem Dekornamen etwas schlechte Verbindung in der Vergangenheit, aber dieses Dekor heißt tatsächlich Kira oder Kyra wahrscheinlich, wenn es Englisch ausgesprochen wird, und eben einmal in einer orange-roten Variante und einmal in einer gelben Variante. Aber weil ich mit Punks keine schlechten Erfahrungen gemacht habe, starten wir jetzt mal mit dem Punk-Dekor durch und schauen uns die technischen Details an. Zack! Was sagt ihr eigentlich zu unserem neuen Setup hier mit dem Tisch? Glänzt der zu stark? Ich finde, es sieht eigentlich ganz cool aus. Oder stört das eher für so eine Produktvorstellung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Also, der Avalon X kommt mit der neuen Helmprüfnorm, der ECE 22.06, und damit den neuesten Sicherheitsstandards und hat, wie gerade schon beschrieben, eine noch sportlichere Silhouette als der Vorgänger. Hier auch mit dem Spoiler. Gefällt mir richtig gut. Also muss man wirklich sagen, wir haben hier zwei Helmschalengrößen in ABS-Kunststoff. Und die kleinere Variante hat ein Gewicht von 1500 Gramm. Das umfasst die Größen von 53 cm Kopfumfang, sprich XS bis M. Und wir haben eine große Helmschale, womit dann auch ein kompakter Helm gewährleistet wird, von L, XL und XXL, das geht dann hoch bis 64 cm. Das heißt also, insgesamt sind für alle was dabei, die einen Kopfumfang zwischen 53 und 64 cm haben, was ja die meisten von uns sein dürften. Also hier die ABS-Schale, die wir hier haben, die gerade für einen Alltagshelm super gut ist, weil schlagabsorbierend, die ja, verzeiht auch mal ein bisschen was. Dekor, wieder eine große Auswahl, da würde ich euch an dieser Stelle definitiv mal auf unsere Homepage verweisen. Da haben wir alles, das bekomme ich hier gar nicht alles auf den Tisch, zumal ich auch noch gar nicht alles da habe, wenn ich dieses Video aufnehme. Aber ja, da kommt immer was Neues rein, also da auf jeden Fall mal auf der Homepage schauen. Wir haben hier ein klares, kratzfestes Visier, da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch die Pinlock-Linse dazu zu nehmen, sodass, wenn es kalt ist, dass der Helm nicht beschlägt. Das ist aber ja losgelöst davon, welchen Helm ihr euch am Ende aussucht. Seht zu, dass ihr da, wenn es ein Integralhelm wird, eine Pinlock-Linse dabei habt, weil ja, die haben alle das gleiche Problem. Wenn es richtig kalt ist, wenn ihr dann da reinatmet, gerade bei geschlossenem Visier, das beschlägt im Winter bei kalten Temperaturen. Deswegen, egal welcher Helm, Pinlock-Linse, Pflicht in meinen Augen. Wir haben hier, zack, eine innenliegende Sonnenblende, was natürlich super cool für die Alltagstauglichkeit ist. Wer gerne die Optik haben möchte, kann natürlich auch hier ein getöntes Visier für kaufen. Das, ja, haben wir auch schon im Shop gelistet. Zwinker. Und dann haben wir hier eine schöne große Kinnbelüftung. Hier oben auf dem Kopf haben wir die Belüftung. Und was Carberg jetzt neu gemacht hat und noch mal ein bisschen überarbeitet hat, ist die Zirkulation. Und so haben wir hier auch unter dem Spoiler oder in den Spoiler quasi integriert. Hier haben wir auf beiden Seiten die Luftextraktoren, sodass wir hier eine gute Zirkulation im Helm haben. Dann schauen wir einmal rein. Und das ist eins der besten Punkte, der coolsten Sachen, die Carberg jetzt überarbeitet hat. Das ist der Helmabschluss, der Kragen hier unten, der ist schön glatt gehalten, hier auch in Kunstleder. Aber was mir so wichtig ist, dass richtig das um die Kinnlinie rumgeht, dass das schön abdichtet, weil das einfach damit zu tun hat, dass der Helm schön leise wird. Herausnehmbar, waschbar das Innenfutter. Wir können hier das Carberg Intercom, das ProSpeak Evo anbauen. Wir können aber auch hier wunderbar einen Sena zum Beispiel anbauen. Also das ist alles möglich. Ich setze ihn jetzt mal auf. Ist eine Größe M, ist so meine Standardgröße. Habe ich auch beim Avalon, also beim Vorgängermodell. Zack, Mikrometrik-Ratschenverschluss, dementsprechend auch schnell auf. Seht es hier? Schnell wieder verschlossen. Also für Altershelme ist wirklich ein Ratschenverschluss schon richtig, richtig gut. Ihr seht es hier von der Passform auch super. Man soll immer zwei Finger über der Augenbrauen. Wenn man den so bewegt, sollte sich das nicht allzu weit bewegen können. Sonnenblende sieht aus wie folgt.
drehe mich noch einmal. Und jetzt nur mit einer Hand, ziehe hier dran, ist der Verschluss schon offen, kann absetzen. Wenn ihr weitere Fragen zum Carberg Avalon X habt, gerne unten in die Kommentare. Wenn ich euch dafür begeistern konnte, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Helm und euch allen wünsche ich eine gute Saison. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.